Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme vom lieben Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Ja, ich habe ja gesagt, ich spiele erst dann, wenn es besser worden ist. Ich halte mich ja eigentlich auch daran, denn ich spiele jetzt die Beta. Für alle, die auch die Beta testen wollen, da ist 9 Patches, wo sich ja angeblich sehr, sehr viel geändert hat wieder. Oh, ich habe einen Ton gehört. Könnt ihr das machen? Einfach auf Steam, Rechtsklick auf Eigenschaften, auf Beta gehen und dort einfach die Beta einstellen. Dann könnt ihr auch testen. Ihr müsst aber wissen, wenn ihr das macht, kann es natürlich zu 80% sein, dass noch sehr viele Fehler drinnen sind. Ich meine, in dem Spiel sind sowieso viele Fehler. Aber es ist jetzt ein Drehleiter-Einsatz dabei und ich hoffe, dass wir den auch bekommen. Und zwar der LKW-Brand kann jetzt auch durch die Drehleiter gemacht werden. Ich habe das bei dem lieben Ansgar, den Nordrhein TV Play, irgendwie so, gesehen. Nee, einen kleinfachen Ding wollen wir einfach nicht, das ist ja gar nichts. Also das ist niente. Wir wollen, wann, dann wollen wir einen ordentlichen Einsatz haben und keinen irgendwas Einsatz. Ich wurde jetzt oft angesprochen, warum nimmst du eigentlich nicht im Dialekt auf? Bin ich oft über Steam angefragt worden oder über private Nachrichten irgendwo über Steamspeak. Also ich kann euch eins sagen, wenn ich im Dialekt für euch rede und ich habe wirklich guten Dialekt, das heißt, man versteht sehr wenig für alle, darum versuche ich immer ein bisschen Hochdeutsch zu reden oder die Aufnahmen halt dementsprechend in Hochdeutsch zu machen. Also nicht wundern, das ist einfach, dass ihr mich versteht und wir können gerne mal, ich habe mir da überlegt, dass ich mit dem lieben Roach, weil der ja auch aus Österreich kommt und der Daniel und so, mal eine Österreich-Folge mache und dann dementsprechend einfach wirklich auf Dialekt eine Folge raushaue oder vielleicht irgendwas anderes, wenn ihr euch was wünscht. Wenn ihr auch euch wünscht, dass wir gewisse Games weiterzocken oder zocken, dann einfach bitte in die Kommentare rein. Wir sind gerne offen für jedes Game und dann gucken wir sich das einfach an. Ich sehe, wir haben hier eigentlich eine zweite Drehleiter. Warum haben wir hier eine zweite Drehleiter eigentlich? Das verstehe ich noch immer nicht. Also, dass Mülheim zwei Drehleiter hat, zu viel Geld scheint. Hier haben wir noch ein Löschfahrzeug, hier noch ein TLF. Also, das verstehe ich auch nicht, dass da jedes Mal diese... Na gut. Dude. Ich hoffe, dass im Hintergrund heute nicht wieder gebohrt wird und so, weil das regt mich schon selbst sehr extremst auf. Also das ist wirklich was Lästiges. Aber ich kann das leider noch nicht ändern. Och, ne Ölspur. Aber ach ja, dann machen wir einen Einsatz. Sonst... Was ist das? Habt ihr das gehört? Achtung, Hilfeleistung. Ölspur. Einsatz für LF24. Ja, es hat auch geheißen, dass der Funk vertont wird. Das wird in den nächsten Updates mal passieren. Die haben damit auch schon begonnen. Und ich bin auch gespannt darüber, also wie das dann wird. Ja, starten wir mal den Müll her. Wir sind auf B3, wir sind auf Einsatzfahrt. So, das Blaulicht ist auch an. So, sind alle da? Scheint so. So, dann ab geht's zur Ölspur. Ist zwar der fadeste Einsatz hier, aber aus Maschinist ist nicht so tragisch. Haben wir eh nicht viel. Vielleicht kommen wir dann zu ein bisschen besseren Sachen. Es hat sich ein bisschen was geändert von der Performance. Die Performance wurde ein bisschen optimiert. Das Update ist auch, also die Beta, da hätte ich schon müssen. Das Update dieser Beta beträgt 153 MB. Glaube ich. Über 150 MB auf jeden Fall. Das heißt, das ist auch um einiges mehr geworden. Ich bin gespannt, denn das ist, glaube ich, das größte Update, das die bis jetzt raushauen.
So, ich muss das Getriebe mal ausmachen, weil sonst kriege ich echt Kopfschmerzen. Oh, hier super. Immer dann, wenn ich schon zum Einsatz bin. Ach, da ist es ja. So, die Return-Taste drücken. Also dieses das macht mich fertig. Muss ich schon sagen. Zieht den Maun an. Oh. Also es wird vertont noch. Das habe ich auch gehört. Bei dem Gespräch. Ich krieg gerade ein bisschen die Krise, dass das da die ganze Zeit so kontrolliere die Pumpe. Ja, wurde kontrolliert, ist alles in Ordnung. So. Also das hätte auch ein bisschen schöner machen können. Also das ist ja, das schaut ja aus, also guck dir das mal an. Ah, schön verteilen. Ja, da. Mh. Ja, das machst du gut. Ja, so, so gut, das ist gut. Jo. Ich glaube, wir sind fertig. Schließe alle Rohrtore. Holtore. Ja gut, okay. Wir können das ganz gut sein. Dann, das kommt da wieder ran. Denn das können wir auch ran machen. Hallo, hallo. Ah, ah, ah. Was seid ihr fertig? Ja, alles zu. Jawohl, sehr gut macht sie das. Sehr ordentlich. So, rein, rein, zu. So, einsteigen, wir fahren wieder, Leute. So, also wir waren Status 4 bzw. Status 1. 6, 7 und die 9 und die 3. Und dann gibt's ab nach Hause. Ja, wie gesagt, wir spielen hier die Beta-Version des Patches 1.3 müsste das dann sein. Bei 1.1 und 1.2 ist ja gekommen. Beim Gespräch des Developers, des Entwicklers, habe ich halt mitbekommen, dass die jetzt gewisse Sachen planen und umsetzen wollen. Ihr könnt ja da jede, gerne auch eure Kommentare zu diesem Game an die Entwickler senden. Einfach bei der Homepage, glaube ich, gibt es ein Forum. Hallo? Du wirst mich doch verkackeiern, oder? Oh Mann. Und diese gehen auch auf eure Wünsche ein, weil die wollen das Spiel so weiterentwickeln, wie ihr es ja im Endeffekt haben wollt eigentlich. Des Weiteren ist ja schon ein DLC geplant und in Entwicklung und auch ziemlich fortgeschritten, was ich gehört habe. Bei diesem DLC handelt es sich um ein spezielles Fahrzeug, das eben für Unwettereinsätze ist. Es werden dann, die Map wird erweitert und die Einsätze werden erweitert für Keller abpumpen, Baum auf Straße, Unwetter, einfach Unwettergeschichten. Finde ich ganz cool, bin ich gespannt. Ich hoffe halt für die, dass das DLC gratis ist, weil ganz ehrlich, ich werde für den DLC hier nicht nochmal Geld reinschmeißen, solange das Spiel nicht funktioniert, wie es funktionieren soll. Muss ich ehrlich gestehen, finde ich dann nicht korrekt, wenn die da jetzt noch Geld verlangen würden für ein DLC. Aber mal gucken, sehen wir dann effektiv, wenn es soweit ist und rauskommt. Ich habe auch gesehen, der Jay von Pete's Meat hat auch ein Video gemacht und viele, viele, viele andere YouTuber, große YouTuber. Und eigentlich alle sind einer Meinung und meiner Meinung gleicht das auch ziemlich. Das Spiel ist einfach sehr verbuggt. Auch die Entwickler hätten lieber das nochmal um eine Woche verschoben oder so. Wäre vielleicht besser gewesen, als wie ein Spiel zu bringen, das nicht funktioniert. Oh, wir haben jetzt einen Einsatzbericht, Leute. Guckt mal. Das ist cool. Das finde ich geil. Ist zwar nur ein kleines Feature, aber es ist... Ja, es ist ein bisschen. Ja, wie gesagt, bei der Beta ist jetzt auch die Drehleiter ein bisschen mehr drinnen. Das heißt, wir haben auch Drehleiter-Einsätze. Bei der Drehleiter können wir dann hinten einen Schlauch ansetzen, können dementsprechend auch dann einen Brand mit der Drehleiter löschen, ist ein bisschen kompliziert. Und zwar, du musst zuerst mal eine Wasserversorgung kriegen. Also das ist ganz normal.
Und da die Drehleiter vorne leider kein Strahlrohr oder so hat, musst du zum TLF gehen oder zu einem Löschfahrzeug, musst den Strahlrohr holen. Mit dem Strahlrohr darfst du dann erst einsteigen und mit dem Atemschutz dann einsteigen vorne. Und dann kannst du erst löschen. Nach Versorgung oder was, also nach Wasserversorgung. Ist halt viel zu tun, aber endlich mal ein Einsatz dann für die Drehleiter. Es wäre natürlich wunderschön, wenn wir diesen Einsatz jetzt noch bekommen würden. Ich würde nämlich echt gern noch die Drehleiter in Action euch zeigen. Wenn das jetzt nicht mehr der Fall ist, sondern irgendwas anderes kommt, werde ich in der nächsten Folge auf jeden Fall für euch die Drehleiter nochmal kurz zeigen, dass das jetzt eben möglich ist. Ich verspreche euch, dass das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Ja, das Spiel ist noch immer sehr verbuggt leider, wobei ich sagen muss, die Performance ist besser. Die Entwickler arbeiten auch an den Absturzproblemen. Fahr wieder mit meinem. Achtung, Brandschutz, einfach PKW Brand Autobahn, Einsatz Ach. für Zu ELW, weit laufen. LF24, TLF1, RTW1. Was gibt es Neues? Die Entwickler haben da eben gesagt, die sollten schauen. Das mal anmachen. Hallo Motor an. VB3. So. So. Die fahren eh schon los, dann können wir auch schon losfahren. So. Die Entwickler haben eben gesagt, die Abstürze sind eben durch ein DLL-Problem, besonders bei AMD, aber auch bei GeForce. Ist es leider Gottes sehr buggy. Sag mal, fahrst du raus, wenn die Feuerwehr kommt mit Blaulicht? Ist klar, ja. Die wollen das auf jeden Fall noch fixen oder sind dabei, das zu fixen. Gerade hier dieses Update ist eben in Beta dazu da, dass dieser Fehler auf jeden Fall wegkommt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass der Absturzfehler auch behoben ist. Wäre echt, 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 echt gut. Mal gucken. So. Auf die Autobahn. Jetzt lassen wir das Getröte mal kurz eingeschaltet. Ich würde mir auch ein bisschen mehr Verkehr wünschen irgendwie. Also der Verkehr auf der Autobahn ist ja gar nichts. Also das ist ja Wahnsinn. Der ist ja, wenn er gar nicht da wäre, verstehe ich überhaupt nicht. Vollbrand auf jeden Fall. So, der kommt jetzt, glaube ich, hier darüber, oder? Ich hab das täuscht. Okay, der zieht nur so doof. So. Und jetzt kommen wir mal zum Punkt, was ich auch ein bisschen bekritle, und zwar warten, bis alle Einsatzkräfte am Ort sind. Wenn ich mit so einem Zug komme und das Auto ist im Vollbrand, glaube ich nicht, dass ich da warte, dass der Einsatzleiter nicht sagt, hey, okay, wir löschen. Aber gut, ist vielleicht. Vielleicht doch so, könnt ihr mich berichtigen. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher, finde ich. Irgendwie. Also, aber gut. So, die Rettung ist jetzt auch da. Wir können Return drücken. Dann geht's wieder ab zu meiner Schaufel. So, und wir starten die Pumpe. Wassermarsch! Oh. Und Brand aus. Ausschalten und Schlauchkapsel rein. Okay, machst du meine Arbeit auch recht? Oh, gut, wir sind fertig. Wir können also B4, beziehungsweise jetzt gehen wir wieder auf das B1 und fahren. Ist das ein Ernst? Ist das ein fucking Ernst? Der knallt uns einfach rein?
Alter, was ist mit ihm los? So, ich würde sagen, wir fahren jetzt noch zurück. Leider ist es mit der Drehleiter mit dem Einsatz nichts geworden. Finde ich sehr schade. Hätte ich mir echt gewünscht. Dauert jetzt wieder ewig, bis wir da... Ja, haben verstanden, ja, circa 60 Minuten Einsatzdauer, wir sind schon fertig mit dem Einsatz, aber der Führungsassistent sagt, dass jetzt, dass wir erst jetzt anfangen. Ja, gut. Liebe Leitstelle, du wirst jetzt auch gerade überlegen, sind die komplett bekloppt oder saufen die nur, weil wir haben ja den Status eigentlich schon wieder durchgegeben und laut Funk sind die erst beim Löschen. Ich komme mir irgendwie auch vor hier beim Fahren manchmal wie so ein Betrunkener, weil manchmal echt die Steuerung des Fahrzeugs irgendwie schwimmt, kommt mir vor. Also. So, dann ab geht's nach Hause zur Wache. Ich höre die ganze Zeit im Hintergrund ein Fahrzeug. Entweder ist der NEF direkt, der NEF sage ich schon, der ELW direkt hinter uns. Oder keine Ahnung. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Hier ist zwar rot, aber ich fahre einfach durch und ich habe mich verfahren. Fuck. Kann ich mir nur mir passieren. Da verfahren, weißt du? Also verfahren habe ich mich, glaube ich, gar nicht, oder? Ja, jetzt bin ich sicher. Ich glaube. Ne, ja, schau, ich habe mich gar nicht wirklich verfahren. Ich habe halt einfach eine Ampel umfahren. Aber die andere Seite. So, dann parken wir mal ein hier. So, und wir drücken die M. Kriege ich jetzt auch wieder? Ich kriege jetzt keine Einsatzmeldung. Vielleicht, weil noch nicht alle Fahrzeuge zurück sind. Könnte wirklich sein. Ich höre die ganze Zeit Fahrzeuge. Entweder habe ich hier einen Zaun. Oder? Medizin kann man zurück. Keine Ahnung. Es ist immer eher die Frage, wie lange brauchen die zum Zurückfahren, echt? Ich denke mir das oft. Also wir sind schon lange da. Mal gucken. Das hier und hier. Sind die Feuerwehr, wir müssen ja schnell einsatzbereit sein, darum dürfen wir jetzt mit der Rot fahren. Fertig. Man mach auf die Hütte. Ja, nach Hause. Jetzt hast du zumindest auch hier Geräusche, ist ja mal gut. So, dann fehlt eigentlich nur mit der TLF. Das ist ohne, verdammt. Escape F3. F2. Der wäre auch schon da. So. Ich hoffe, das hat auch der RTW schon gekannt. Das ist eigentlich das Fahrzeug, das am meisten rumpackt. Wo du einfach nicht reinsteigen kannst. So, dann heißt es nochmal jetzt warten auf den RTW. Wir gehen wieder auf meinen Maschinisten, der ist schon da oben. Chillt schon. Denn er hat Stoff und Schnaps. Da oben ist er gechillt. So, gucken wir mal. Ist der eigentlich irgendwo hier?
Karte oder Wache der Medics. Gucken. Jetzt auch schon mal sich nach Hause bewegen. Nö, natürlich nicht. Drei Stunden später. Oh, guck! Alles klar. Du brauchst keine Reifen, du bist ein Schwebe-RTV. Und der Kollege sitzt ein bisschen komisch drin, würde ich mal sagen. Oh, dieses Spiel macht mich echt fertig manchmal. Ja, rein, 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 rein. Perfekt. Oh, schau, ja, wir kriegen jetzt Einsatzort 10 Minuten. Ja, als ob, Junge, wir wären eigentlich schon seit 20 Minuten fertig, wenn du nicht so lang brauchen würdest zum Zurückfahren. Ja, liebe Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde, die Performance ist ein bisschen besser geworden. Es ist ein bisschen was dazugekommen in der Beta. Ich werde vielleicht noch eine Folge machen, vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie es euch gefällt. Ich werde auf jeden Fall, sobald der Patch dann heraus ist, nochmal eine Folge machen. Falls ihr Wünsche habt oder so, einfach in den Kommentaren, lasst ein Abo da, lasst einen Däumchen da. Wir würden uns echt freuen oder ich würde mich auf jeden Fall auch freuen. Bis dahin würde ich sagen, ciao, pfiat euch.